Smiley, ich habe mit Stanley geredet. Er ist nicht unser Mann, aber er hat eine Tochter, Allison. Ex-Militär, EOD. Wahrscheinlich hat sie die Bombe gebaut. Und was machen wir jetzt? Stanek sagt, er weiß nicht, wo sie ist. Aber ich glaube, er verheimlicht uns etwas. Die Agenten bringen ihn rein. Bis er auspackt, ruht die Ermittlung. Ich sorge dafür, dass sie rauskriegen, was er weiß. Gut, sagen Sie Bescheid, was passiert. Adam, Janus hat sich das NSN-Gespräch angehört. Er ist auch für Al-Qaida. Gut, sag mir nur wo. Auf dem Hauptplatz gibt es ein verlassenes Touristeninformationszentrum. Achte darauf, dass dir niemand folgt. Und ich habe Informationen über Marchenko für dich. Die Details sind auf einem PDA am Treffpunkt. Such nach einem Abfalleimer mit einer Kreidemarkierung darüber. In der Nähe der U-Bahn. Okay. Okay. Genau. Hier. Das sind aber zwei Sachen, ne? Also einmal hier der tote Briefkasten, den gucken wir uns als erstes an. Wo muss ich denn da? Da muss ich hier runter. Das wäre eigentlich besser, wenn ich hier durchgehe. Über die Fußgängerbrücke. Okay. Wer hört diesem Abschaum denn zu? Jetzt richtig gelaufen? Dann bin ich ganz sicher. Hier ist keine Fußgängerbrücke. Oh. Ah, da ist die Fußgängerbrücke. Okay, hier muss irgendwo... Ich werde nicht verfolgt. Hier muss irgendwo ein Mülleimer sein mit Kreide. Der tote Briefkasten. Ist, ein Mülleimer. Keine Kreide. Ah ja. Da ist er ja. Was haben wir denn da im PDA? Okay. Was ist denn der PDA jetzt? Okay. Lass mal lesen. Folgendes wissen wir. Viktor Marchenko. Das sind also die Daten. Treffen wir uns mit Janus. Wo auch immer Janus sein soll. Okay, Janus ist... Ach, guck mal, da ist er hier in diesem Taxenzentrum. Alles klar, gehen wir weiter. Die Stadt geht vor die Hunde. Die Polizeipräsenz scheint höher zu sein als sonst. Touristeninformation. Ja, das Ding sieht verlassen aus. Okay. Hier irgendwo sein. Habe ich den Code? Natürlich nicht. Oh, okay. Wahrscheinlich in diese Richtung. Los geht's. Ich muss den Weg ebnen. Schnell, 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 schnell. Boah, das war knapp. Gut. Die Tür ist offen. Und hier ist nichts drin. Hm? Nur Software. Ein E-Book. Sonst nichts Interessantes. Schmerzmittel noch. Wo soll ich mich mit dem treffen? Sonst ist hier nichts mehr. Und was ist das? Oh, Bier! Oh, wir sind voll. Ich sollte mal demnächst zu einem Laden gehen und alles verkaufen wieder. Vielleicht gibt es... Keine Chance. Irgendwie muss ich da runterkommen. Aber wie? Ah, genau so. Nee.
nehmen wir eben den Lüftungsschacht. Nein, falsch rum. Verdammt. Ist hier die Geheimbasis der Juggernaut? Des Juggernauts-Kollektiv? Hier rüber, bitte. Hallo? Wer hat da geredet? Ist da jemand? Janice, wenn das für Sie ein persönliches Treffen ist, bin ich enttäuscht. Dachten Sie etwa, ich nehme ein Flugzeug nach Prag? Nicht wirklich. Das sichergestellte Gespräch. Sie wissen, mit wem Manderley geredet hat, oder? Robert Page, Präsident von Page Industries und Besitzer der VersaLife Corporation. Multimilliardär. Wir können trotzdem beide wegen der Mordverschwörung verhaften. Page hat den Befehl gegeben, Rucker zu töten. Bei einem Gespräch, dessen Aufzeichnung Sie illegal beschafft haben. Obst vom verbotenen Baum. Ohne Bestand vor Gericht. Was ist mit dieser Orchidee? Können wir mehr darüber herausfinden? Das sollten wir herausfinden. Ich recherchiere auf meiner Seite. Aber Sie können auch etwas tun. VersaLife hat ein Konto bei der Palisade Property Bank. Im Datentresor sind vielleicht einige der Antworten, die wir suchen. Ich soll also in eine Bank einbrechen. Die Ark wird manipuliert. Und man will ihr höchstwahrscheinlich einen weiteren Terroranschlag anhängen. Okay. Was ist mit diesem Brown? Page hat ihn und irgendeinen Rat erwähnt. Nathaniel Brown? Chef der Central Group? Möglich. Nathaniel Brown macht Millionen, wenn das Humanrestitutionsgesetz durchgeht. Aber... Hä? James. Adam. Gefahr im Verzug. Wachdrohnen sind in deine Richtung unterwegs. Was? Wie? Ich wurde nicht verfolgt. Vielleicht hat jemand Janus Hack entdeckt. Keine Ahnung. Du musst sofort von dort verschwinden. Verdammt! Und nicht gerade wenige. Scheiße, Tür zumachen. Okay. Jetzt muss ich überlegen. Drei Drohnen da draußen scannen die Gegend ab. An denen vorbeischleichen. Ist keine gute Idee. Barrikadieren wir erstmal die Tür und verschwinden durch den Lüftungsschacht. Perfekt. Okay, ein zweites Büro. Ein zweiter Lüftungsschacht. Aber da draußen ist alles voll mit Drohnen. Und schau an. Gibt's auch noch einiges zu mitnehmen. Schubladen finde ich bestimmt auch noch was. Was ist das? Ein EMP-Generator. Das könnte die Idee sein. Ich bringe den EMP-Generator irgendwo in die Mitte des Raumes. Oder schmeiß ihn einfach raus. Das könnte ich probieren. Na! Jawoll! Erwischt! Sie sind außer Gefecht. Aber gebracht hat das auch nichts. Okay, verschwinden wir. Das ist bestimmt nur kurz. Von Dauer! Das mit dem EMP-Generator war keine schlechte Idee. Scheiße. Jetzt zerballern die alles, was nur geht. Lokus raus. Thank you.
hier gespielt. Ab nach unten. Was? Mist. Diese verdammten Drohnen haben was gehört. Sind aber auch ganz schön hellhörig. Nichts wie weg hier. Was? Weitere Drohnen. Scheiße. Oh Mann. Jetzt muss ich wohl welche kaputt schießen. Come on! Sehr schön. Das war eine. Komm schon! Komm, lass uns spielen! Drecksding! Okay, das war's. Verdammt nochmal. Wir haben hier Leute abgeschlachtet. Ich hab's doch gehört. Oder haben die sich versteckt? Okay. Nochmal entkommen. Ach du Scheiße. Und Schuss. Mist. Vielleicht ein Schuss drauf und die explodieren? Mit dem nicht. Aber mit dem sicherlich. Auch nicht. Springen. Sollte ich das eigentlich schaffen? Auf die Kiste. Darüber. Und aus. Warum ist hier plötzlich alles aktiviert? Hallo? Schau. Wo bin ich denn jetzt? Moment mal, hier war ich doch. Hey! Wie schön, dass ich hier bin. Es freut mich. Alles klar? Lass sie uns über Hinweis. Wir brauchen eine Auszeit. Meine Frau überlebt jetzt. Ah, die Sachen hier habe ich schon mitgenommen. Nee, ich habe gar nichts hier mitgenommen. Doch, hier ist alles offen. Außer das hier. Aber hier ist ein Handlanger. Wenn ich hier anfange, die Safes zu öffnen, fangen die an, auf mich zu schießen. Auf jeden Fall bin ich hier wieder. Bin ich den Drohnen entkommen. Das ist schon mal gut. Okay. Sehr schön. Ich bin draußen. Wer zum Teufel hat die Drohnen geschickt? Wurden die gehackt? Oder werde ich wirklich von der Polizei gesucht? Was ist passiert? Alles in Ordnung? Gott, ja, dieses Jucken hinter den Augen macht mich verrückt. Ich saß vor einer Bank, die der Bank gehört. Sie haben Herr Jensen, hier ist Norman Stanek. Bitte, Sie müssen mir helfen. Herr Stanek, wie sind Sie? Meine Tochter, Sie werden sie töten. Ich bin Ihren Freunden entkommen und als ich hier ankam... Wo? Im Psychaschka-Viertel. Ein Apartmentkomplex hinter dem Waschsalon. Bitte, schnell! Oh Mann. Ich muss die Bombenlegerin finden. Ist das jetzt... Achso, das ist die Hauptmission. Okay, alles klar. Dann... Kakashka, wo ist das? Oh, das ist so blöd gemacht. Wo ist denn das jetzt? Ach, das ist hier in der Nähe von mir. Okay, dann nehme ich gleich mal die Bahn. Ich fand als Kind immer die... Ich glaube, wir steigen mit den Russen ins Bett. Mann. Was hat Stanek vor? Ich muss ihn zur Hilfe eilen. Adam, alles klar? Diese Drohnen... Mir geht's gut. Wer immer sie geschickt hat, es hat nicht geklappt. Gott sei Dank. Janice hat gerade angerufen.
Versalife schließt dein Konto und räumt heute Abend den Datentresor aus. Das kann nicht warten. Du musst sofort hin. Geht nicht. Ich habe die Bombenbauerin gefunden. Sie weiß alles, soll aber getötet werden. Was? Scheiße, sie kappen die losen Enden. Ich kann nicht allein in eine Bank einbrechen. Wenn wir das jetzt nicht machen, verlieren wir die Orchidee. Scheiße. Wenn ich nicht ins Pschekaschka-Viertel gehe, stirbt die Bombenbauerin und wir stehen wieder am Anfang. Deine Entscheidung. Scheiße. Allison oder die Bank. Mann, 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 Mann. Die Bombenlegerin weiß alles. Sie hat Informationen. In der Bank ist nicht sicher, ob da Informationen sind. Ich muss Allison retten. Auf geht's. Danek schafft es niemals alleine, seine Tochter zu retten. Ich bin seine einzige Chance. Okay. Schnell zu deinem Apartment. Wo genau ist das? Ja, Quatsch mich nicht voll. Danek!